Erwin Piscator Haus wird nach dreijähriger Umbauzeit seiner neuen Bestimmung übergeben. Schon bei der offiziellen Einweihung wurde klar, dass hier nicht nur ein Kultur- und Tageszentrum entstanden ist, sondern ein Zentrum für Kultur, Begegnung und Diskurs, wie es Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß formulierte. Und das mitten im Herzen Marburgs. Danach wies Bürgermeister und Baudezernent Dr. Franz Kahle auf die Aufwertung der Innenstadt, aber auch auf die Unterbringung des Kulturladens Kfz im Untergeschoss hin. Stadträtin und Kulturdezernentin Dr. Kerstin Weinbach sprach über die vielfältigen Möglichkeiten für alle Akteure im Zentrum der Stadt und dankte den vielen Akteuren auch für ihre intensive Beteiligung an dem Entwicklungsprozess des neuen Erwin-Piscator-Hauses. Bei dem ausführenden Münchner Architektenbüro war man inspiriert von der Idee eines weltoffenen Hauses für eine tolerante Stadtgesellschaft, erklärte Architekt Thomas Hess, bevor er die offizielle Schlüsselübergabe vornahm. Während die 400 geladenen Gäste und tausende Bürgerinnen und Bürger der Stadt Marburg ihr neues Erwin-Piscator-Haus erkundeten, äußerte sich Oberbürgermeister Spieß noch einmal zum neuen kulturellen Zentrum in Marburg. Nicht am Stadtrand oder an einer Autobahnausfahrt, nein, mitten hier im Herzen der Stadt entstand ein neues Haus für die Stadtgesellschaft, für Kultur, für Bildung, für Kunst und für das öffentliche Leben. Ein Ort, an dem der gesellschaftliche Rahmen, die gesellschaftlichen Diskurse stattfinden können. Denn Kultur ist nicht nur Vergnügen. Kultur ist der Vorläufer, der Ort, an dem die Gedanken für die Gestaltung der Stadt vorbereitet, entwickelt und gemeinsam diskutiert werden. Bürgerbeteiligung im wahrsten Sinne des Wortes, gemeinsame diskursive Entwicklung über die Ideen der Stadt. Und das an einem Ort, der für alle da ist, der offen ist für jeden, Teilhabe für jeden, Chancengleichheit für jeden. Jeder soll an den Schätzen und an den Möglichkeiten von Kunst und Kultur teilhaben, ohne zu müssen. Herzlich willkommen im neuen Haus der Stadtgesellschaft, Erwin-Piscator-Haus. Und der Einladung waren über 5.500 Besucher an diesem Eröffnungswochenende gefolgt. Auf 4 Etagen erkundeten die Marburger ihr neues Haus und es gab viel zu sehen. Vor den Bühnen und sogar dahinter wurden die Marburger durch die Hausherrin Tine Faber, Fachdienstleiterin Erwin-Piscator-Haus der Universitätsstadt Marburg, über die technischen und baulichen Neuerungen informiert. Viele, sehr viele nutzten die Gelegenheit, einmal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu stehen. Aber nicht nur im Erwin-Piscator-Haus gab es einiges zu erleben. Auch davor konnte man bei bestem Wetter das neue Ambiente genießen. Besonders die kleinen Besucher erfreuten sich am Springbrunnen im Außenbereich und dem reichhaltigen Spieleangebot durch Clown Ichmael. Draußen, aber auch drinnen, hielt die Gastronomie Bottega in attraktivem Ambiente Essen und Getränke für die Besucherinnen und Besucher bereit. Und schon tagsüber kam man in den Genuss von einigen Teilnehmern der abendlichen Eröffnungsshow. Die Tanzkompanie, junge Frauen der TSG Marburg und der Tanzschule Step In unter Leitung von Choreografin Ekaterina Kmara, bespielten das lichtdurchflutete Treppenhaus mit einer gelungenen Tanzperformance. Auch einen Blick in die neuen Räumlichkeiten des im Untergeschoss angesiedelten Kulturladens Kfz konnte man sich verschaffen. In der technisch verbesserten und wesentlich größeren Heimstätte des Kfz bespaßte Beate Lambert die kleinen Gäste des Hauses. Die Eröffnungsshow am Abend im großen Saal des Erwin-Piscator-Hauses begann mit dem Mainzer Kabarettisten und Musiker Lars Reichow, der gekonnt durch den Abend das Publikum begleitete. Auch die Tanzkompanie unter Leitung von Choreografin Ekaterina Kmara steuerte 2 sehenswerte Programmpunkte bei. Thomas Kreimeier fühlte dann dem Publikum mit seinem Impro-Kabarett auf den Zahn. Wieso haben Sie jetzt so überlegt? Sie sind ein paar Mal umgezogen, aber ja nicht während der Geburt. Während die Besucher als Höhepunkt Ausschnitte des Programms des Hessischen Landestheaters Marburg zu sehen bekamen, wurde im Kfz zu den Mestizio-Klängen der Marburger Band Letschuga getanzt. Auch am Sonntag gab es dann ein kulturelles Highlight im Erwin-Piscator-Haus zu sehen. Man durfte in das Leben des Namensgebers des Hauses eintauchen und bei einer Matinee gewährten Peter Jung und Axel Peuke Einblicke in das Werk und Leben von Erwin-Piscator. Aus dem Einführungsvortrag Piscators über objektive Spielweise. Sie also wollen Schauspieler werden? Ja, bei mir.
Da haben Sie sich was Schönes vorgenommen. Etwas sehr Schönes. Sozusagen chronologisch folgend. Im Anschluss eröffnete die Stadt ihre Dauerpräsentation zu Erwin Piscator im neuen Kultur- und Tageszentrum und über den Tag verteilt gab es noch weitere Veranstaltungspunkte. Das Erwin-Piscator-Haus hat mit diesem Wochenende einen gelungenen Einstand als Marburgs kulturelles Zentrum gefeiert.